Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Verrücktes Recht, lustige Gesetze und Urteile. Wer kennt das nicht? Jura klingt erstmal langweilig und trocken, Gesetze machen keinen Spaß und sind fast unlesbar, Gerichtsprozesse ziehen sich ewig hin und verhandeln trockene Sachen, manchmal sogar komplett hinter verschlossenen Türen. Ist das langweilig? Eventuell. Aber es gibt einige Dinge, die aus der Reihe fallen und extrem lustig sind. Skurrile Gesetze, irrwitzige Verordnungen oder auch ganz einfach Urteile, wo Sachen verhandelt werden, die man so sich gar nicht vorstellen kann, und manchmal auch entsprechende Richtsprüche. Zu letzterem kommen wir direkt jetzt zum ersten Video, denn es gibt einige Urteile, die in Versen und Reimen gefasst sind, wo die Richter sich quasi frei ausgelassen haben und sehr viel Spaß hatten und ihre kreative Ader bewiesen haben. Und die möchte ich euch in dem ersten Video von dieser Reihe gerne vorstellen und wünsche ganz viel Spaß. Fangen wir an mit der Mahnung in Versen. Das fing so an: Ein Makler klagte auf ausstehende Zahlungen und verwies darauf hin, dass er seinen Kunden angemahnt, diese jedoch nicht gezahlt hätte. Eigentlich ein ganz normaler Fall. Die Besonderheit dabei: Er hat die Mahnung relativ kreativ und freundlich gestaltet, und zwar in Form als Gedicht. Der Kunde hat allerdings die Zahlung verweigert mit der Begründung, dass eine Mahnung in Gedichtform nicht zulässig sei. Zudem fehle es dieser an der nötigen Ernsthaftigkeit, sodass sie nicht, sage ich mal, für voll genommen werden konnte. Die Quelle ist nebenbei, wie ihr uns seht, angegeben, möchte jetzt nicht vorlesen. Und die Sache ist halt die: Genau in diesem Gericht, was unten in der Quelle steht, gab dem Makler recht und verfasste das Urteil selbst in Versform, quasi fast um ihn zu spotten. Maklerlohn begehrt der Kläger mit der Begründung, dass nach reger Tätigkeit er dem Beklagten Räume nachgewiesen, die behagten. Nach Abschluss eines Mietvertrages habe er seine Rechnung eines Tages dem Beklagten übersandt, der habe darauf nichts eingewandt. Bezahlt jedoch habe der Beklagte nicht, deshalb habe er an ihn ein Schreiben gerichtet. Darin heißt es unter anderem wörtlich, und das ist für die Entscheidung erheblich: Das Mahnen, Herr, ist eine schwere Kunst, Sie werden's oft am eigenen Leib verspüren. Man will das Geld, doch will man auch die Gunst des werten Kunden nicht verlieren. Allein der Stand der Kasse zwingt uns doch, ein Kurzgesuch bei Ihnen einzureichen. Sie möchten uns, wenn möglich heute noch, die unten aufgeführte Schuld begleichen. Da der Beklagte nicht zur Sitzung erschien, wurde auf Antrag des Klägers gegen ihn dieses Versäumnisurteil erlassen. Fraglich war nur, wie der Tenor zu fassen. Der Zinsen wegen ist zum Eintritt des Verzug der Wortlaut obigen Schreibens deutlich genug? Oder kommt eine Mahnung nicht in Betracht, wenn ein Gläubiger den Anspruch in Versen geltend macht? Die Kammer jedenfalls stört sich nicht daran und meint nicht auf die Form, den Inhalt kommt's an. Eine Mahnung bedarf nach ständiger Rechtsprechung weder bestimmter Androhung noch Fristsetzung. Doch muss der Gläubiger dem Schuldner sagen, das Ausbleiben der Leistung werde Folgen haben. Das geschah hier. Trotz vordergründiger Heiterkeit fehlt dem Schreiben nicht die nötige Ernstlichkeit. Denn der Beklagte konnte dem Schreiben entnehmen, er müsse sich endlich zur Zahlung bequemen. Der Kläger sei nach so langer Zeit zu weiterem Warten nicht mehr bereit. Folglich kann der Kläger Zinsen verlangen, die mit dem Zugang des Briefs zu laufen anfangen. Der Zinsausspruch im Tenor ist also richtig, dies darzulegen erschien der Kammer wichtig. Wegen der Entscheidung über die Zinsen wird auf Paragraphen 284, 286 und 288 BGB verwiesen. Vollstreckbarkeit, Kosten beruhen auf ZPO, Paragraphen 91, 708 Nummer 2. Das zweite ist die Trunkenheit am Steuer. Das ist ein weiteres Urteil, was in Gedichtform ergangen ist, und zwar gegen einen Mann, der mit 1,11 Promille Alkohol erwischt wurde. Der Anwalt des Beklagten war allerdings ziemlich cool, der nahm die Situation nämlich ebenfalls mit Humor und stimmte dem Urteil ebenfalls in Reim zu. Und hier kommt das Urteil samt die Antwort vom Anwalt. Am 3.3.95 fuhr mit lockerem Sinn der Angeklagte in Beverungen dahin. Daheim hat er getrunken, vor allem das Bier, und meinte, er könne noch fahren hier. Doch dann wurde er zur Seite gewunken. Man stellte fest, er hatte getrunken. Im Auto tat's duften wie in der Destille. Die Blutprobe ergab 1,11 Promille. Das ist eine fahrlässige Trunkenheitsfahrt, eine Straftat, und mag das auch klingen hart, es steht im Gesetz, da hilft kein Dreh, Paragraph 316 1 und 2 StGB. So ist es zum Strafbefehl gekommen, auf diesen wird Bezug genommen.
Der Angeklagte sagt, den Richter zu rühren. Das wird mir in Zukunft nicht wieder passieren. Jedoch, es muss eine Geldstrafe her. Weil der Angeklagte gesündigt, nicht schwer. 30 Tagessätze müssen es sein, zu 30 D-Mark. Und wer Bier trinkt und Wein, dem wird genommen der Führerschein. Die Fahrerlaubnis wird ihm entzogen, auch wenn man menschlich ihm ist gewogen. Darf er bald fahren? Nein, mitnichten. Darauf darf er längere Zeit verzichten. 5 Monate Sperre ohne Ach und Weh. Paragraphen 69 und 69a StGB. Und schließlich muss er, da hilft kein Klagen, die ganzen Verfahrenskosten tragen. Weil er verurteilt, das ist ebenso. Paragraph 465 StPO. Daraufhin antwortete der Anwalt: Der Mandant, einerseits zufrieden, andererseits ein wenig beklommen, hat den Urteilsspruch vernommen. In Hinblick auf die Sach- und Rechtslagen, die allseits bekannten, und nach Rücksprache mit dem Mandanten, tue ich hiermit kund, für alle in der Rund, für Staatsanwaltschaft und Gericht, Rechtsmittel einlegen tun wir nicht. Ein weiteres Urteil bestätigt, dass eine Versform nicht die nötige Ernsthaftigkeit gefährdet und wurde deshalb ebenfalls in Versform gefasst. Diesmal handelt es sich hierbei um den Streit um eine Prozessvollmacht sowie die Klärung der Frage, ob ein Urteil in Versen überhaupt zulässig ist. Es klagt vor dem Finanzgericht: Prozessvollmacht, die hat er nicht. Herr ABCD als Vertreter, die Vollmacht kommt nicht gleich, nicht später. Es wird ihm eine Frist gesetzt, doch die verstreicht zu guter Letzt. Da setzt ihm der Berichterstatter die Ausschlussfrist. Insoweit hat er genügend Zeit. 3 Wochen voll. Artikel 3, Paragraph 1 VGFG ENTLG. In dieser Frist, die Vollmacht soll, gerichtlich nachgewiesen sein, weil sonst ihr Fehlen ganz allein die Klage unzulässig mache. Ansonsten sei es seine Sache, bei Unverschulden vorzubringen, Rechtzeitigkeit vor allen Dingen, weshalb die Frist verstrichen sei, dann stehe wieder einsatzfrei. Doch es geschieht so wie bisher, von ABCD, da kommt nichts mehr. So fügt sich, dass die Ausschlussfrist vergeblich jetzt verstrichen ist. Die Klage ist nun unzulässig, das kommt, weil Vollmacht regelmäßig Prozessvoraussetzung bedeutet. Dies wurde mehrfach angedeutet. Vor allem als, verfügt zuletzt, die Ausschlussfrist wird angesetzt. Die FGO sagt klipp und klar, dass Vollmacht vorzulegen war. Sie war auch schriftlich zu erteilen, den Mangel kann nun nichts mehr heilen. Für Einsetzung gibt's keine Fakten, aus Vortrag nicht und nicht aus Akten. Im Vorbescheid ist Vers als Form gestattet nach Gesetzesnorm. Denn Deutsch ist die Sprache des Gerichts und Deutsch auch Sprache des Gedichts. So sprechen in der streitigen Sache Gedicht und Spruch die gleiche Sprache. Die Kostenlast trägt der Vertreter, denn Vollmacht gab er auch nicht später. Zwar wird er dadurch nicht Partei, doch weil die Klage ist vorbei, durch sein Betreiben, sein Versagen, da muss er selbst die Kosten tragen. Ein auch sehr skurriler Fall, der durch die Medien ging, heißt oder hieß Russenpuff. Und hier ging es quasi um die Frage, dass wenn eine weibliche Spielhallenaufsicht sexuelle Dienstleistungen erbringt, die natürlich vertraglich nicht so vorgesehen sind, ist dann eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses überhaupt zulässig? Das Thema hat dann wohl die kreativen Geister der Richter geweckt, welche das Urteil in Gedichtform verfassten. Der Streit entstand, weil der Beklagte im Rechtsstreit vorzutragen wagte, was nun der Klägerin sehr missfällt, sie fordert deshalb Schmerzensgeld. Dass der Beklagte schweigen soll, verlangt sie ferner voller Groll. Was ist der Grund für ihre Klage? Nun, der Beklagte hat in Stadt einst einen Spielbetrieb besessen. Die Klägerin ihrerseits indessen erhielt, als Aufsicht eingesetzt, für diese Tätigkeit zuletzt, als Stundenlohn, wie man das kennt, nur 7 Euro und 11 Cent. Oft kamen dorthin manche Kunden erst in den späten Abendstunden, um sich, vielleicht vom Tagesstress beim Spielen auszuruhen. Indes behauptet nunmehr der Beklagte, dass es die Klägerin dann wagte, so neben ihren Aufsichtspflichten noch andere Dinge zu verrichten. So habe sie sich nicht geniert und auf dem Hocker masturbiert. Was dabei auf den Hocker betroff, befände sich im Hockerstoff. Die Spielbar sei aus diesem Grunde als Russenpuff in aller Munde. Er habe zwar nun dies Geschehen nicht selbst vor Ort mit angesehen,
doch hätten Zeugen ihm beschrieben, was dort die Klägerin getrieben. Er kündigte aufgrund der Kunde der Klägerin aus anderem Grunde, um, wie sie es jedoch betonen, den Ruf der Klägerin zu schonen. Die Klägerin klagte dann sogleich, man einigte sich im Vergleich. Hier mag man die Parteien loben, denn der Vertrag ward aufgehoben und, um die Sache abzurunden, die Klägerin noch abgefunden. Der Klägerin reicht dies nicht hin, denn ihr steht noch nach mehr der Sinn. Sie habe nie vor all den Zockern sich selbst zufriedigt auf den Hockern. Der Pein, die man ihr zugefügt, der werde nur durch Geld genügt. Die Lüge für sie nicht zu fassen, muss der Beklagte unterlassen. Die Klägerin beantragt, den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin 3.000 Euro nebst 5% Zinsen über den Basiszinssatz seit dem 31.03.2007 zu zahlen, ja, der Teil ist hier nicht gereimt, den Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, zu behaupten, dass die Klägerin mehrfach sexuelle Handlungen nach Dienstschluss in der Diensthalle der Firma GmbH vorgenommen habe, den Beklagten anzudrohen, dass für jeden Fall der Zuwiderhandlungen ein Ordnungsgeld bis zur Höhe von 250.000 Euro oder eine Ordnungshaft bis zu 6 Monaten gegen ihn festgesetzt wird. So, das war wichtig fürs Gericht, das hier nochmal zu betonen. Dann geht es in Reimform wieder weiter. Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. Er meint, es fehle dieser Klage. Der Grund, die stehe außer Frage. Er habe nichts etwa erdichtet, nein, nur in dem Prozess berichtet und so die Kündigung begründet, was vorher Zeugen ihm verkündet. Und diesen habe er geglaubt, dies sei ihm doch wohl noch erlaubt. Was nun die Klägerin bestreitet, das habe er auch nie verbreitet. Er habe doch nur im Prozess berichtet, wie gehört. Indes, er könne schließlich nach Belieben, was dort die Klägerin getrieben, beweisen. Erstens durch die Zeugen, diese würden sicher nichts verschweigen, und zweitens durch den Stoffbezug des Hockers, die die Klägerin trug. Er reichte ihnen den gut verpackten bereits zu den Verfahrensakten. Auf das nunmehr die Analyse der Klägerin tun exakt bewiese. Was die Parteien noch so sagen, ist in der Akte nachzuschlagen. Entscheidungsgründe. Die Klage, wie die Kammer findet, ist vollumfänglich unbegründet. Auch wenn es der Klägerin missfällt, es gibt für sie kein Schmerzensgeld, denn der Beklagte durfte hier sich äußern, wie er es tat. Dafür gilt dies hier nur in den Verfahren, sonst darf er auch nichts offenbaren. Er hat, um auf den Punkt zu kommen, insoweit etwas wahrgenommen, was der, der die Gesetze kennt, berechtigtes Interesse nennt. Zwar könnte man zu Recht hier fragen, darf man denn einfach etwas sagen, wenn man es nur von anderen hört und dies, wen es betrifft, empört? Besteht nicht wenigstens die Pflicht, dass man sich informiert und nicht leichtfertig irgendwas verbreitet, was anderen Verdruss bereitet? Dass der Beklagte so ganz locker, er fand das Treiben auf dem Hocker, er also nicht aus Zeugenmunde erfuhr die sexuelle Kunde, hat selbst die Klägerin nicht erklärt, so war es ihm auch nicht verwehrt, die Kunde für sich selbst zu nützen, hierauf die Kündigung zu stützen. Die Klägerin hat nämlich nicht bestritten, dass hier ein Bericht der Zeugen stattfand, der Beklagte nur wiedergibt, was man ihm sagte. Auch dafür, dass die beiden Zeugen persönlich vielleicht dazu neigen, bewusst die Unwahrheit zu sagen, ward im Prozess nicht vorgetragen. So musste der Beklagte nicht misstrauen ihrem Tatbericht, um selbst der Sache nachzugehen, was in der Spielbar so geschehen. Nur wenn sein Ziel war, zu verletzen, die Klägerin herabzusetzen, sie zu verleugnen, zu entehren, war ihm dies deutlich zu verwehren. Kurz, es kommt letztlich darauf an, ob es der Beklagte selbst ersann, er also gleichsam fantasierte, wie sich die Klägerin gerierte. Und das letzte ist fünftens der verpasste Gerichtstermin. Und frei nach dem Motto, wählen zu spät kommt dem bestraft das Leben, geschah es einem Angeklagten, der den Prozess verpasste und dann mittels Gedicht in U-Haft genommen wurde. Der Angeklagte macht Verdruss, weil er nicht kommt, doch kommen muss. Und weil er heute ist nicht gekommen, wird in U-Haft er genommen. Zu diesem Zwecke nehmen wir ein Stück Papier, rot, DIN A4, und sperren ihn dann sofort ein ins Staatshotel zu Bräungesheim. Ja, das waren quasi die ganzen lustigen Urteile in Vers- und Reimform als erster Teil dieser Vorlesungsreihe. Danach werden jetzt so hauptsächlich einige lustige und skurrile Gesetze folgen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen kurzen Kommentar
unter dem Video freuen, damit ich weiß, dass das ungefähr das ist, was ihr vielleicht gerne ein bisschen mehr hättet, wo ich so vielleicht meinen Fokus drauf legen soll. Und ich würde mich natürlich auch über einen Daumen freuen. Eine Glocke hilft uns beiden weiter, weil ihr sofort seht, wenn ein neues Video kommt. Und ich natürlich dann sehe, dass ihr das euch auch angeschaut habt. Und ansonsten freue ich mich über jeden netten Kommentar, auch jede eventuell notwendige Kritik. Und wer mich ganz so unterstützen möchte, der hat auch die Gelegenheit, das über Patreon zu tun. Da seht ihr dann oben rechts quasi die Infokarte dazu oder aber auch in der Videobeschreibung. Ansonsten verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal und hoffe, dass ihr ein bisschen lachen konntet. Tschüss!